meine Lieben. Ich sehe gerade, ich muss gleich mal meinen Speicher leeren. Ich kann auch noch 30 Minuten aufnehmen, das ist nicht mehr so viel. Denn ich dachte mir, ich vlogge heute. Boah, ich entschuldige übrigens, wie ich aussehe. Ich bin gerade erst aufgestanden. Hab mir nur meinen Pulli übergeworfen und dann, ja, los. Ich gehe jetzt gleich duschen. Und wie gesagt, vlogge ich heute für euch. Die Kleinen sind noch im Bettchen und schlafen. Da. Und es ist voll doofes Wetter. Eigentlich wollte ich heute spazieren gehen. Schaut mal. Es regnet durchgehend und es sollen heute noch Orkane kommen bis 120 Kilometer pro Stunde. Das ist, glaube ich, nicht so toll. Ja, sonst steht heute was an. Ich weiß es nicht so ganz genau. Auf jeden Fall die Kleinen fertig machen, weil die so unglaublich süß sind. Die hat super süßen Outfits. Also Emil ist recht, der sieht so unglaublich süß aus in dieser Latzhose. Finde ich. Richtig schnuckelig. Und die Mel auch. Die hat den Zara-Pulli an, der eigentlich für das neue Baby gedacht war. Eine schöne Hose von H&M und richtig süßes Schüchen, seht ihr das? Da. Voll süßes Schüchen. Und eine Mütze und den Schnulli, ja. Und die Emil hat hier noch seinen Nuck-Schnulli. Ja. Den will er aber irgendwie heute nicht. Lass mal die Kleine nochmal schlafen. Ich werde jetzt gleich duschen gehen. Das ist mal das, was ich jetzt mache. Dann muss ich heute auf jeden Fall noch zur Bank. Ich habe mir eine neue Kamera gekauft. Für Escherwege extra. Eine bessere und so. Einfach weil ich, glaube ich, sehr, sehr viele Leute treffen werde. Und ja, allgemein wollte ich eine neue Kamera haben. Und dann habe ich mir jetzt mal Escherwege als Grund genommen, eine neue Kamera zu kaufen. Ich glaube, man braucht ja immer irgendwie einen Grund, um Geld auszugeben. Auch nicht so teuer, was ziemlich gut ist. Also die Kamera ist sehr gut, aber sie ist halt nicht so teuer. Das, ich finde auch, bis jetzt die Qualität ist von meinen Videos auch nicht so schlecht. Ich schneide sie ja in Ultra HD, also 180 Pixeln und ja, sonst meine Kamera hat bis jetzt 16 Megapixel. Ich glaube, das ist auch in Ordnung. Und halt jetzt, wenn das Licht zum Beispiel schlecht ist, ist natürlich die Grafik total schlecht. Also es ist kein Wunder, aber das ist bei jeder anderen Kamera auch so. Ja, wir haben uns auf jeden Fall eine neue Kamera gekauft für Escherwege. Damit werde ich auch, wenn sie ankommt, auch direkt anfangen zu vloggen und so. Ja, mal sehen. Vielleicht ist die Handhabung damit auch nicht so gut. Muss ich halt auch ausprobieren, wie das ist. Ja, ich muss dafür gleich nachher, genau, ich muss dafür noch ein Stativ bestellen, weil mein jetziges passt nur auf die jetzige Kamera. Und ja, die andere hat ein anderes Gewinde unten drin. Die Kameras haben ja unten immer so ein Gewinde. Da muss ich auf jeden Fall ein neues Stativ bestellen. Auch ein besseres. Meins jetzt ist schon so ausgenudelt irgendwie. Da müssen wir auf jeden Fall ein neues kaufen noch. Dann muss ich heute auf jeden Fall die Wäsche machen. Schaut mal, das platzt. Übrigens, falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, wir haben unser Babyzimmer umgestellt. Schaut mal. Aber ich möchte euch gar nicht so viel zeigen, weil es kommt eine Roomtour. Also auf jeden Fall müssen wir das hier ausleeren. Der Deckel, der wackelt nämlich schon, weil das gar nicht mehr fest ist hier alles. Hier liegt auch noch was, weil schon gar kein Platz mehr ist. Ja, das müssen wir auch noch alles machen. Das hier wollte ich auch mal in den Schrank räumen. Das ist nämlich alles von Emil. Und ich habe das ja extra eigentlich hier hingelegt, damit ich weiß, was er anhat, als er zu mir gekommen ist. Damit ich das alles wieder der Kimi mitgeben kann, aber ich tue es einfach mal in den Schrank und also legt es in ein extra Fach. Dann mal sehen, ich glaube, dann verwechsel ich das auch nicht. Sonst glaube ich, habe ich nichts mit den Kleinen heute. Vielleicht, wenn gutes Wetter ist, dass wir nochmal rausgehen, auf jeden Fall. Ja, und sonst mal gucken, was heute noch so kommt. Ich muss, also ich glaube, dass ich heute mal eine Videoschneidepause mache. Eigentlich schneide ich jeden Tag Videos. Aber heute habe ich irgendwie keine Motivation. Ich habe gestern auch so viele geschnitten und so viel gedreht. Und ja, irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie bin ich heute nicht so motiviert. Das heißt, für diese Woche habe ich schon mal ausgesorgt. Auch für nächste Woche muss ich dann schon machen. Und das muss ich dann spätestens am Wochenende machen. Und da habe ich nicht so Zeit. Also da habe ich keine Zeit am Wochenende. Morgen habe ich auch keine Zeit, da muss ich wieder in die Schule. Also das wird alles ein bisschen kritisch. Das heißt, ich muss eigentlich heute... ich glaube, ich drehe heute ein Video. Ich schneide heute ein Video. Und dann mal sehen. Vielleicht, dass ich nachher noch eins drehe. Aber das ist immer doof, wenn man vloggt, weil die Dateien sind immer zusammengemischt. Das ist halt immer doof, wenn man zwischen den Vlogs noch ein normales Video dreht. Ich habe jetzt das Fell hier drauf, weil ich hier voll gern drauf wickel. Ich finde, das ist so schön weich für die Babys. Aber das möchte ich noch ändern. Weil ja,
Sieht nicht so gut aus. Oh Gott, ich bin so müde, ne? Es ist, weiß ich nicht, wie spät. Ja, und es regnet. Und ich wohne im Dachgeschoss, man hört das die ganze Zeit. Ich mache mal hier kurz die Jalousie auf. Dann muss ich noch. Seht ihr doch, wie da das regnet? Das ist so krass, oder? Alter. Ich will eigentlich das Fenster aufmachen, damit ein bisschen frische Luft reinkommt, aber das wird, glaube ich, nichts. Ja, mein Bett muss ich auch noch machen. Haha. Felix hat bei mir geschlafen letzte Nacht. Ist heute Morgen auch schon los. Zu arbeiten ist. Ja. Und die Kleinen auf jeden Fall wecken. Die müssen ja gleich, wenn sie aufstehen, erstmal gewickelt werden. Sonst habe ich hier 7 Minuten schon wieder rumgelabert. Ich muss sagen, wir gehen mal in meinen Kleiderschrank. Aber das seht ihr gar nicht, ne? Guck mal, Kleiderschrank. Ist einfach dunkel. Ich habe hier noch kein Licht. So. Hier ist auch dunkel. Mal Licht an. Zack. So. Wir haben jetzt Sachen zusammengelegt. Dann werden wir jetzt mal kurz ins Bad gehen. Ich bin übrigens ganz alleine. Weil. Ich bin ja. Wo ich das. Oh nein. So. Wenn ich. Oh, hallo Spiegel. Ich bin ja krank geschrieben, deswegen bin ich heute allein. Ich bin jetzt allein. Wieso schließe ich ab? Ach, ich weiß nicht. Ich fühle mich dann sicherer. Vielleicht kommt ja irgendein Geist oder so. So. Wir sind jetzt fertig mit Duschen. Also ich. Ich werde jetzt meinen Laptop mit runternehmen. Vorher werden wir die Kleinen mal wickeln. Und die armen süßen Babys. Die sind noch gar nicht gewickelt. Aber dafür müssen wir erstmal hier aufräumen. Das Fell weg. So. Wie? Guten Morgen. So, und wenn wir das gemacht haben, dann gibt es gleich auch schon eine Flasche für die beiden. Aber erstmal, du Nackifuß. Du Nackifuß. Müssen wir dich wickeln, ne? Ich glaube auch, dass es heute eher was anderes zum Anziehen gibt. Weil es ja eher so ein Chill-Tag ist. Also auf jeden Fall geht heute nur ins Bettchen. Dann kann man auch eigentlich einen Strampler anziehen, oder? Also es ist zwar eine Jogginghose, das ist zwar eine Jogginghose, aber die ist irgendwie so unbequem, kann ich mir vorstellen. So. Immer wieder sick machen. Also ein Kurzarmbody kann sie anbehalten. Und dann schauen wir mal, was sie anziehen kann. Schauen wir mal, vielleicht so einen süßen Strampler. Unseren neuen vielleicht. Das wäre doch mal ganz süß. Ja, ich habe eine Idee. Den hier bekommt der Emil an. Den wollte ich sowieso mal ausprobieren, wie das bei dem süßen Levi-Bausatz aussieht. Und den anderen hier hinten, den hellen, bekommt jetzt die Mel an. Das sind unsere zwei neuen. Das sind unsere zwei neuen Strampler. Also den, die bekommt jetzt die Mel. Den bekommt der Emil. Mal schauen, wie süß das aussieht am Ende, nehmen wir sie. Ich glaube auch, sie kann den Pulli da drunter lassen. Das ist, glaube ich, ganz schön mit den Sternen. So. Aber nur Socken an. Weiße süße Söckchen an. Die Schuhe können wir wegtun. So. Das hier können wir auch mal tun. Zack, zack, zack. Bist schon so groß, Mausi. Nicht, dass der Stammler schon zu klein wird für dich. Sieht nämlich ziemlich danach aus. So enge Beine hier. Ist den Socken hin? Ach hier. So.
Da merkt man die Größe 50 dann eben mal, ne? Lang, aber leider sehr dünn, der Strampler. Nichts für dicke Babys. So, und dann noch der kleine Emil. Der hat eine super süße Latzhose an. Der wird aber auch den Body anbehalten, weil ich finde, der passt so gut zu irgendwie allem, weil er halt schwarz ist. Auch zu der Latzhose finde ich, passt der super. Natürlich würde auch ein weißer Body sehr gut passen, aber ich finde, der passt schon echt sehr gut. Einmal die Windel machen, ne? Und dann kriegst du den schönen Strampler. Mal schauen, wie der aussieht. Aber da würde auch vielleicht ein weißer Body sehr schön aussehen zu dem Strampler. So. Und eine Windel. Ne, eine Windel. Wir benutzen die Pampers Newborn Windeln für die Kleinen. Dieser Emil ist doch eine neue Pampi. So. Dann noch den Strampler. Und es hört einfach auf, nicht, es hört einfach nicht auf zu regnen. Das ist doch so ätzend, ey. Och Mann, och Mann. Gestern war noch etwas schöneres Wetter. Also gestern hatte man so ein paar Stunden zwischendurch, da war wirklich Sonne. Und das war halt voll schön irgendwie. Aber jetzt regnet es einfach nur noch durchgehend hier. So. Und ist doch so süß, ne? Wie so kleine Geschwister. Schnuckelig. So, weg den Tisch, müssen wir den auch mal aufräumen. Dann habe ich das eben schon mal erledigt. Ich würde sagen, fangen wir damit an. So. Ja, also das Video zu unserer Wäsche verlinke ich auf jeden Fall auch nochmal hier oben beim i oder in der Infobox. Oder halt irgendwie, irgendwo verlinke ich das euch auf jeden Fall. Könnt ihr auch nochmal gucken, wie wir das mit der Wäsche immer so machen. So, schon mal das fertig. Und dann mal sehen, was ich gleich noch mache. Also auf jeden Fall gehe ich, wenn ich alleine bin, immer runter ins Wohnzimmer. Weil ich dann die Katzen und so gut im Auge habe und den Hund. Und ich höre alles, wenn der Postbote kommt oder so, weil ich auch noch auf Pakete warte. Und das ist mir einfach persönlich lieber dann, wenn ich unten bin. Dann muss ich gleich selber auch noch frühstücken. Die Kleinen müssen noch was essen. Aber die schlafen jetzt erstmal wieder.
Das ist meistens so. Wenn sie gewickelt sind, dann schlafen sie immer noch und dann nachher haben sie Hunger. Dann können wir sie auch noch ein bisschen schlafen lassen. Und dann mal sehen, wann die wach werden. Dann werde ich auf jeden Fall ein Video schneiden. Und dann ist bestimmt auch schon Mittag. Und dann kommt mein Bruder auch schon wieder von der Schule. Dann muss ich wieder Essen machen. Dann kommt meine Mama auch schon wieder von der Arbeit. Schon zusammengelegt, ist doch sehr schön. Ein langer Body. Und fertig. Das hier muss ich noch alles aufhängen, dafür brauche ich gleich Haken. Aber jetzt ist er schon mal leer. Und dann muss ich gleich alles nur noch wegräumen. Die beiden Sachen kann ich schon mal weghängen. Und da behalte ich ja gerade Haken von den Stramblern. So, und da ist auch noch Sachen, die ich wegräumen muss. Das ist von unserem neuen Haul. So, Schlafanzüge kommen hier hin. Und das ist eine Latzhose, die kommt hier hin. Ich bin jetzt unten an meinen Laptop mitgebracht. Achso, wir haben übrigens eine Küche jetzt. Kennt ihr, glaube ich, noch gar nicht, aber ich glaube, ich mache doch mal ein Baustellen-Update. Tschu, da habt ihr sie schon fast gesehen. Ist auch dunkel immer alles, ey. So, ich habe noch meinen Kakao. Heute Morgen. Ist draußen eine Katze oder? Was ist hier? Nee, es regnet nur. Miau! Lizzie! Die haben sich bestimmt alle verkrochen. Bei dem Battle. Keine Katze da. Gut. Ich gleich mal gucken, was der Hund macht. Weil dann, oh, durch den ganzen Wind kriegt man die Tür nicht mehr zu. Und dann mal sehen. Ich glaube, ich schneide jetzt erstmal ein Video. So, mein Lieben, ich bin jetzt fertig mit Videoschneiden und alles. Hab auch schon was gegessen. Und es scheint auch endlich mal wieder die Sonne draußen. Schaut mal, wie schön. Es hat gerade so doll geregnet, dass ich dachte, das. Die Welt geht jetzt unter, weil das hat einfach nur noch Platsch und alles runter von oben. Ja, das ist voll schönes Licht. Ich glaube, ich drehe gleich doch noch ein Video jetzt. Wenn es so hell ist, kann man voll gute Videos drehen. So, kleines Schlaf immer noch. Ganz muckelig. Vorhin versucht, dem was zu trinken zu geben, aber irgendwie, ich glaube, sind sie wegen dem Wetter sehr, sehr müde. Aber ich glaube, jetzt, wenn die Sonne hier reinscheint, so ins Bettchen, werden sie gleich wach. Da wollen sie schon noch was essen. Ich habe schon mal den Staubsauger hier. Seht ihr es? Und ich werde jetzt erstmal saugen. So, ich bin jetzt fertig. Jetzt saugen ist wieder alles einigermaßen ordentlich. Ich muss noch die Babysachen wegräumen. Das mache ich gleich. Und dann muss ich noch kurz gleich die Sachen bestellen, die ich vorhin gesagt habe. Und dann glaube ich wirklich, dass ich gleich ein kurzes Video drehe, weil es halt echt voll schön ist gerade hier. Ich drehe hier immer meine Videos, weil hier das Licht immer so gut ist. So, Video ist gedreht. Mein schöner Videoplatz. Werdet ihr dann auf jeden Fall auch sehen, das Video. Ich werde jetzt meine Haare noch lufttrocknen lassen. Die sind nicht nur nass. Dann mal sehen, was ich noch mache.
Ich glaube, viel passiert nicht mehr und der Tag ist irgendwie auch schon für mich gelaufen. Mir geht's heute überhaupt nicht gut irgendwie. Ja, ich bin total auf die Babys fixiert seit meinem Unfall und weiß nicht, irgendwie will ich immer nur mit denen kuscheln. Passiert halt manchmal auch, ne? Manchmal will man einfach nur kuscheln. Ja, ein Hundi? Fee, was machst du da? Was machst du hier oben? Darfst du nicht her? Hm? Aber ist cool hier oben, ne? Bei Maggie im Zimmer. Ist cool hier? War's noch nie, ne? Ja, also ich weiß nicht, entweder ich melde mich nochmal oder der Vlog ist hiermit vorbei. Ich weiß es nicht. Sonst, ja, mal sehen. Muss gleich noch ein Video schneiden. Das ist gerade am Konvertieren. Das wollte ich noch schneiden. Da muss ich auf jeden Fall noch den Wickeltisch aufräumen. Das ist ja. Also ich kann die Hosen schon mal wegräumen. Ich störe mich hier sowieso total. Genau, da muss ich auf jeden Fall noch das, das Stativ bestellen, genau. Eine neue Wickeltasche brauche ich eigentlich auch noch für Eschewege. Ja, mal sehen. Mal sehen, mal sehen, was ich da noch alles kaufen muss. Bringen wir erstmal die ganzen Hosen im Schrank. Mein Hosenregal platzt schon irgendwie, glaube ich. Habe ich noch unten Platz? Also hier oben ist schon voll und hier unten? Oh Gott, hier drin ist auch voll. Toll. Na, ich stelle jetzt einfach mal hier vorne hin. So. Passt. Im Endeffekt. Ah, ich muss ja auch mal drauf achten, denn Eschewege ist ja Winter dann. Oh, wie machen wir das denn? Da muss ich ja noch meinen. Es ist mir gerade eingefallen, weil ich hier meinen großen Fußsack sehe vom Kinderwagen hier unten. Und der müsste denn in den Kinderwagen. Oh Gott, oh Gott. Dann passen ja jetzt recht keine zwei Babys da rein. Nicht so cool, ich kann mal die eine Kiste noch rausstellen. Da müssen noch die Mützen alle rein. Das mit dem Winter habe ich jetzt ein bisschen umgehauen, weil dann, das heißt ja auch dann, dass ich noch ein paar Sachen kaufen muss für die Mel. Die hat nämlich überhaupt noch gar keinen Winter mit uns miterlebt. Also, was ich habe für sie ist einfach nur ein Halstuch zum Thema Winter. Und die Mütze hier, die gehört ja dem neuen Baby. Und eine Mädchen-Wintermütze habe ich nicht. Das wird ein bisschen schwer. Schuhchen haben wir auch. Sollte auch nicht das Problem sein, aber da müssen wir nochmal gucken. Sonst wird es ja richtig schwer. Warum ist das hier alles so unordentlich? So. Sonst haben wir ein Problem. Es friert die Mausi. Das wollen wir ja nicht. Zwei kurzarm Bodys können wir auch noch wegräumen. Das wird dann echt ein bisschen kritisch. Ja, mal sehen. So, die Sachen hier müssen noch aufgehängt werden. Dafür habe ich jetzt keine Bügel. Legen wir nochmal da und das sind noch langarm Bodys. Da muss ich gleich erstmal Platz machen, weil. Langarm Bodys ist bei uns überfüllt, der Platz dafür. Kann ich euch ja mal zeigen. Schaut mal, das hier sind so Langarm Bodys und da ist kein Platz mehr, außer in der Mitte vielleicht noch, aber das ist schon sehr hyper. Ja. Und dann muss ich dem Emil nochmal diese Jacke hier anprobieren. Gucken, ob die überhaupt unser neuen Baby passt. Das wäre ja ärgerlich, wenn nicht. Wovon kommt die eigentlich? Von Next County, oder? Ne, Name It. Ja, müssen wir auf jeden Fall nochmal anprobieren. Und sonst Winterjacken sieht auch ziemlich schlecht aus. Ich habe nur eine. Diese hier habe ich als Winterjacke. Sonst habe ich eigentlich nur so dünne Sommerjacken und halt Sweatshirtjacken und so. Halt sowas hier. Aber ist ja keine Winterjacke, ne? Da müssen wir uns auch nochmal gucken. Aber eigentlich haben sie ja ihren Overall an für den Winter, aber muss auch mal gucken, dass ich da noch was finde für die. Ja, hier ist eine Mickey Mouse Mütze, die muss in die Wäsche. Ziemlich dreckig. Seht ihr hier? Ja, das muss ich nochmal. Ja, mal sehen. Also auf jeden Fall werde ich euch mitnehmen. Wir vloggen auf jeden Fall, wenn wir nach Eschewege fahren. Und dann, ja, mal sehen, was uns da noch alles erwartet. Ich bin echt ein bisschen aufgeregt, auch so lang Zug fahren mit den Kleinen. Das wird ja auch ein bisschen
Ich glaube, von 5 Stunden Zug nach Offenbach und dann noch 4 Stunden nach Eschewege und dann 7 Stunden, glaube ich, von Eschewege nach Hause wieder mit dem Zug. Also es wird schon eine Tour, aber ich glaube, wir kriegen das schon hin. Es sollte nicht so schwer werden. Ja, die Sachen werde ich jetzt gleich noch wegräumen hier. Kann ich eigentlich schon mal in den Schrank stellen. Also sonst kommen die erstmal auf die andere Seite, da waren die kurz am Bodies. Ist der Wickeltisch schon mal frei? So. Und dann muss ich auch bald, ich glaube, wenn das neue Baby da ist, muss ich auch nochmal komplett aussortieren. Ich habe einfach viel zu viele Kleidung dafür, dass ich immer wieder Neues kaufe. Schaut euch das mal an. Also klar, es ist nur ein Kleiderschrank voll, aber ich weiß nicht, ich bin nochmal nicht so glücklich mit einigen Teilen. Und wenn man nicht glücklich ist mit einigen Teilen, zum Beispiel habe ich mich auch diese eine Overall hier. War so toll. Aber jetzt habe ich mir einen neuen gekauft. Den zeige ich euch mal. Und jetzt mag ich den schon gar nicht mehr. Und dann können wir den eigentlich verkaufen. Also ich habe mir hier den neuen gekauft. Und den mag ich einfach viel lieber. Und jetzt weiß ich nicht, ob ich den verkaufen soll oder nicht. Das ist immer so eine Sache. Aber da muss ich mich auf jeden Fall noch auseinandersetzen mit mir selber. Gucken, was mir alles noch so gefällt und was ich behalte und was nicht. Alter, habt ihr es gehört? Alter. Krass. Ich zeige euch mal was. Ich habe hier gerade die Jalousie runtergemacht, weil das so geblendet hat hier. Alter, schaut euch mal draußen, die Schaukel, dann seht ihr das. Wie sie so durch die Gegend wackelt. Seht ihr die? Ja, schaut euch das mal an. Eben kam mir so ein Riesen. Oh, Alter, hier unten sind auch unsere Stühle umgekippt. Ich zeige euch das mal. Mal gucken. Ach so, hier ist irgendwie so unser Vogelhaus. Da. Es ist so windig draußen, Alter. Oh, warm. Oh, schaut mal hier unten. Wir haben unsere Stühle umgekippt. Der Wind ist total doll. Alter, das ist voll krass. Kippt einfach um. Ja. Mal sehen, hier ist hier unser großer Baum, der ja auf unser Haus fällt. Gott, ziehen meine Haare ja aus, die durch den Wind. Meine Güte. So, schnell wieder zumachen. Schnell wieder zumachen. Aber wir können hier mal lüften. Das ist auch mal schön. So. Ja, mal sehen. Ich muss jetzt noch. Ich wollte letztes Mal schon die Dings suchen. Die Bilderrahmen, die ich für die Kleinen gekauft habe. Aber also hier sind übrigens unsere ganzen Sachen, die wir sowieso schon verkaufen. Und ich lege diesen einen Overall jetzt dazu. Ich finde das irgendwie. Wenn man Sachen überlegt, ob man sie verkauft, dann verkauft man sie. So. Weil wenn du sie magst, dann überlegst du es gar nicht erst. So denke ich immer. So. Und. Oh Gott, was ist mit meinen Haaren jetzt hier los? So. Ja. Das heißt, wir brauchen noch 3 Bügel, das finde ich auch sehr gut. Da muss ich hier unbedingt noch gucken. Wegen Dings. Ich habe mich auch von sehr, sehr vielen Flaschen getrennt. Kann ich mal zeigen. Schaut mal. Ja, ich habe abgespeckt. Aber das ist auch sehr gut. Man braucht so viele Flaschen als Reborn-Mutter einfach gar nicht. Und man muss manchmal einfach echt abspecken. An Schnullern habe ich auch ziemlich doll abgespeckt. Ich finde das auch sehr gut. Desto mehr kann man sich kaufen dann, ne? Das ist halt auch sehr schön. So, Windeln haben wir auch genug. Schuhe haben wir auch noch genug. Ja, gut. Klein schlafen immer noch die Mäuse. Ja, bei frischer Luft jetzt lässt sich das auch viel besser schlafen, ne, Emil? Das ist schon süß, die zwei. Richtig süße Goldjungen. Also es ist so, dass die sich voll ähnlich sind, finde ich. Und dass die sehen irgendwie voll aus wie Geschwister. Deshalb freue ich mich voll auf mein Levi-Baby. Dann sehen die noch mehr aus wie Geschwister, glaube ich. Ja, ich glaube, es wird voll schön.